Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. PV Canyon Crossing. Die Bahnen gehen jetzt zur BGH und zwar abstellen. Müssen gucken, wie ich am besten fahre. Ich glaube berg auch. Mal gucken, wo wir sind. Die BGH ist oben, ist weit weg. Also oben. Und dann links. Dann irgendwie runter. Ja, wir hätten auch fahren lassen können, aber das ist mir jetzt doch nicht dunkel, nicht? Wir haben Zeit. Beziehungsweise wir haben nicht viel mehr zu tun, also mit den Feldern ist nichts. 26. Ja, mal gucken. Zur nächsten Folge halt gucken. Geht da eine Kreuzung? Ne, ist einmal der Weg auf. Ja. Übrigens schön Freitag, ne? Ja, soweit. Ne? Ja, wenn die Folge kommt, ist mein letzter Urlaubstag. Ist halt so, ne? Nichts für die Ewigkeit. Kann man hier nicht links abbiegen normalerweise? Ja. Ja, ich komme durcheinander mit der Kartenreihe. So, 9. Aber wir fahren noch geradeaus und dann links. Komisch. Jo. Ist halt so, ne? Naja, jetzt kann man die Kreuzung sehen. Karte. Oh, Mini-Navi. Jetzt gestern oder vorgestern die Meldung gelesen, dass einer mit sich auf Navi verlassen hat. Ist auf dem Radweg gelandet und da war es wohl ziemlich eng. Ist ja dumm gelaufen, ne? Ja, das macht schon bequem, ne? Also ist eine schöne Hilfe. Aber ja, für die Fahrenkombo war es auch praktisch, ne? Aber trotzdem musst du gucken, wo du hinfährst, ne? Dass du auch fahren darfst, ne? Hat sich hier was getan auf der Karte? Auf der freien Fläche? Ist der Zaun weg? War nicht früher hier eine Fläche mit Dings da? Mit Schilder? Das ist hier eine große freie Fläche? Oder hat er das mal, was er hier machen wollte, aufgegeben von der Zeit her? Jetzt als Baufläche genutzt. Ja, wäre gut. Ja, bei so einer großen Karte, wenn man viel vorhat, ist schwierig, ne? Zumal ja auch der 25er mehr oder weniger an den Füßen steht. Da ist natürlich etwas nicht kritisch, aber ich sag mal, das ist das gleiche mit Terra Live. Deswegen habe ich ja auch vor, das ein bisschen länger zu spielen. Aber wie gesagt, was zu spät kommt, ist natürlich dann ärgerlich, ne? Ja. Weil man packt ja schon was Neues auf die Nase hat. Hier ist willkommen Kaffee Tupper. Ja, aber hier ist. Ja, ich meine, na ja gut, BGH sind nicht mehr. Karten-Update kam ja mit der Zeit, ne? Ja, nur Zaun ist geblieben, ne? Oh, meine Ballen sind weg. Wo sind die Ballen? Das ist auch nicht schlecht. Ich habe sie alle verloren. Habe ich denn aufgemacht? Wahnsinn. Wo sind die? Verloren habe ich sie doch. Dass alle weg sind, ist ja auch ein Ding. Manchmal hast du doch mal ein, zwei drauf. Jo. So ist das, ne? Ja, dann müssen sie irgendwo hier rumliegen, ne? Das, also, ich war noch angejurtet.
Verkauft habe ich sie auch nicht. Verkaufspunkt war nicht. Also ich fahre auch den Weg zurück, wo ich gekommen bin, ne? Anscheinend nicht. Ja, das geht nicht so. Da, ja doch, richtig. Mal das mal 1-2 verloren habe, das kam mir vor, aber weil die ganz oben drauf waren. Aber ja, alle? Bin ich auf L gekommen und das alles sich gelöst hatte? Oder speichern? Das ist schon lange Zeit nicht passiert, ne? Ich habe die abgeladen, so wie es straight aussieht. Dann sonst waren die ja quer. Dann habe ich die abgeladen hier. Die stehen so ordentlich, dass es abgeladen. Das wird auch nie passieren. Sie alle Ballen. Ablade. War sehr wahrscheinlich auch einer schon die Lage. Oder einige. Ja. So habe ich aber auch nicht, ne? Garantiert, auf I gedrückt. Ah, ne, U, I? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Müssen wir nicht, es wäre im Gang. Ah, wie gesagt. 3 Karten sind ja geplant. Ich meine, die Solonka ist nicht mein Fall, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da kannst du wirklich nur als Lohner arbeiten, weil da brauchst du mit großen Maschinen nicht anfangen. Ne? Da das ist ja besser Feld zu Feld. Von der Größe her. Und was wissen wir, einen großen Drescher, den modernsten, den größten Rotordrescher, den es jetzt aktuell gibt, mit einer hohen Arbeitsbreite, dann hast du so einen Fall wie, wo du einmal wieder fährst, ne, Kleingarten, da hier grüßt, oder ich bin um Lenkrad hingekommen, das kann auch eine Taste sein. Das ist auch möglich. Schließe ich mal nicht aus. Oh, 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 oh. Habe ihn gefangen. Aufgefangen. LKW-Rennen. Das wäre ja auch sowas, ne? Aber da muss man, wie gesagt, Mitspieler haben. Das ist ja auch dauer, aber auch trotzdem langweilig. Es wäre so, wenn man theoretisch, ja, du fährst mit einem kleinen Traktor an, kommst ins Ziel, springst im nächstgrößeren rein, fährst wieder eine Runde und idealerweise noch mit Anhänger, ne, mit Last. So, Feld 2 ist fertig. Um 26 muss man gleich mal gucken, kümmern, das ist irgendwas faul. Ja, und hier gibt es auch schon Reisfelder, ne? Aber halt nur die Reisfelder, die man halt kaufen kann, ne? Da ist nichts mit selber anbauen könnte. Das glaube ich geht nicht. Weil hier im Spiel geht alles, abgesehen. Hat reell dafür. Oh, mit Gerache durch. Ja, das Sound ist ein bisschen klein, vielleicht hoch. Ich kann meinen Schatten ab, ne?
Ja, BGH betreiben ist auch so groß. Ist ja so. So, zurück. War ja so nicht geplant, ne? Glück, Glück. Ja, das ist wie es ist, ne? Jetzt haben wir ja schon, meine Vorlage kommt schon August. Wie es halt weggeht. Ja, das ist das Projekt, was da hinten mal kommen sollte, weg. Keine Ahnung was, aber irgendwas war ja mal geplant. Da war ja mal, stand ja mal ein Schild hier, Kommission mit dem hieß hier. Naja, das ist, der Produktion haben wir hier mehr als genug, schaffst du ja sowieso nicht. Also alleine sowieso nicht. Zu dritt, zu viert, ja, aber das da ist so eher das Problem der Performance, ne? Also da. Ich habe ja einen Hochleistungsrechner, da kann ich mal so sagen, wie es ist. Da kennt keine Grenzen normalerweise. Aber das ist hier die Energy, dass die mitmacht. Ob es nun die Gebäude sind oder die Kartengröße oder was weiß ich. Ne? Also irgendwas ist hier, was die Leistung auffrisst. Es könnte schon sein, dass die Produktionsgebäude das sind, weil die ja alle ja, Stand vielleicht 19 oder 15, keine Ahnung. Die Dinger gab es ja schon am 19 oder 15, weiß gar nicht mehr genau. 15er kenne ich die gerade gar nicht, aber 17er, ne 17er? 17 und 19. Naja, wenn er ältere Gebäude nimmt, dann ist schon mal schwierig. So. Ich bringe mal auf Feld 2, 26. Also muss ja irgendwo ein Fahrzeug stehen. Und nichts machen, ne? Was haben wir an Kanthölzer? Acht Stück. Und Shipboard-Bretter können wir verkaufen, das ist voll. Und hier wird auch alles voll sein. Das Spiel meint es gut mit mir. So, Kanthölzer sehe ich hier 5 außen. Ja. Also Holzbalken 447 im Lager. Also das wären, ja, reicht noch lange nicht. Vielleicht morgen. Ja, wer so eine Karte anfängt, 3 Sägewerke, ne? Brücken bauen will. Wo war ich hier gewesen? Im LKW, ne? Sag da rein, dass wir nicht alle Fahrzeuge durchspringen müssen, ne? Denn irgendwo muss ein Feld sein, wo es nicht weitergeht, ne? Oder? Das ist jetzt Feld 2. 2 ist fertig. Der war entlassen. Jetzt. Das ist jetzt Feld 36. Ist fertig. Das war nicht viel und Dünger wir einsparen und doch ein bisschen. Der kommt nicht weiter.
Der muss nicht weiter, der ist angekommen. Tja. World 26, was ist auch eine Mission? Dünn. Dann würde ich mal behaupten, da ist gar keiner hingefahren. Habe ich einen vertauscht. Kalkstreuer, Düngerstreuer. Dann nehme ich einen Düngerstreuer, mach den voll, tank voll, voll tanken und dann den schenken. Ich hab's vergessen. Die würden halt voll tanken. Ja, neuerdings die Fahrzeuge rollen, Leute. Ist das bei euch auch so? Wenn man es so gewohnt war, dass es immer so gut funktioniert, aber dann ist es blöd, ne? Anführungszeichen. Dünger wird reichen, aber müssen wir eh nachtanken. Lassen dann. So, stellen wir ein. Tankenhof, Mineraldünger, genau. Aktivieren. Dann müssen wir hinschicken. Ah, 26 haben wir keinen Kurs haben, ne? Wenn wir dann schon mal gefahren wären oder sind, dann kann man theoretisch den Kurs gleich speichern. Laden. So, 11, 12, 14. Gruppe an. Crossplay. Feld 26. 25, 27, ne, haben wir nicht. Ah, wir können trotzdem hin, ne? Ja. Ich muss nur halt da den Kurs berechnen und dann halt übergeben, ne? Gruppen! Mal gucken. Wir werden trotzdem reparieren und foltern. 12. 12? Da kommen wir gar nicht hin. Gruppe würde gehen. Aber ehrlich gesagt zu viel, dahin zu fahren. Oder mit einem Fahrzeug wird es gehen. Durch den Wald durch. Ah, wir fahren durch den Wald durch. Gruppe würde gehen. Aber da gibt es nämlich keinen Kurs, den man jetzt fahren lassen könnte. Höchstens bis zum Balkante höchstens. Dann nachher übernehmen. Ja. Tiere sind nett. Aber die brauchen ihre Zeit, ne? Das ist halt so. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt praktisch so vor, auch in Zukunft, wenn es mit Tiere geht und Schlachten, dann musst du halt ja, die Tiere einkaufen. Und dann musst du halt regelmäßig dann mit einer Stall wieder Tiere einkaufen. Dann kannst du zumindest was so ein Anhänger reinpasst, ne? Und dann kannst du regelmäßig die halt verkaufen. Dann macht das Sinn. So macht es ja keinen Sinn, wenn er jetzt hier sich hier Stall voll machst mit 2000 Stück und dann nachher nach 2 Jahren kannst du verkaufen, dann ist das also Geschichte Spiel. Also muss ich auch einen Marsch vor allem muss ich das so regeln mit dem Schlachthof, sonst kriegst du das nicht nein, das dauert zu lange. Ich hoffe, dass im neuen LS dann auch männliche Tiere gibt, dann ist das im Schlachthof war vornherein auch so, dass da männliche Tiere geschlachtet werden können. Ist eine Sache des Modders, da könnt ihr sofort anrichten, wenn er das wollte. Aber da er mit Tieren diesen Plus nicht arbeitet, wird er das auch nicht machen müssen und nicht wollen. Ich weiß auch nicht, ob das viel Arbeit macht, das ist das ganze Problem. Kannst du nicht einschätzen.
Wenn es viel Arbeit macht, kann ich sagen, okay, das lohnt sich nicht. Und wenn es nur aber bloß ein Wort eintragen wäre, wäre es vielleicht nicht so schlimm oder so schwer. Aber ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja, und ehrlich gesagt, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Unbedingt Update brauchen, muss das auch nicht mehr machen. Ne? Also, was ich alles noch nicht gemacht habe, ist ja enorm. Was da noch an Möglichkeiten gibt. Ne? Eins steht fest, ich muss sofort mit, mit Wald beginnen und Wald pflanzen. Sonst wird das nichts. Im ersten Jahr könntest du ja auf Lohn machen, ne? Dass du auf nur Lohnarbeit machst. Außer ein bisschen Forst nebenbei. Damit es halt zügig vorangeht. Aber wiederum ist das so. Aus Lohner brauchst du große Maschinen. Zeit ist Geld. Klar, bei den ganz kleinen Feldern natürlich nicht, aber wie gesagt. Also. Und wahrscheinlich müssen wir hier auch noch eine Produktion bedienen, dass wir da noch kommen. Zementwerk, Kies und sowas. Sägewerk. Brauchst du garantiert nicht, also. Oh, so, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank. Lass euch reinschauen. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.